Seid ihr herzlich willkommen. Ein Tageshoroskop nach vedischen Astrologie. Heute haben wir Halbmond und das bedeutet Spannung zwischen Sonne und Mond. Es wirkt auf unserem Alltag. Spannung zwischen bewussten Ebenen und unbewussten Ebenen, zwischen Gedanken und Gefühlen, zwischen Mann und Frau. Heute fehlt die Luftelement und das hat einen Einfluss auf die Kommunikation. Spannung. Oder wir finden die richtigen Worte gerade nicht. Und jetzt schauen wir an, welche Tierkreiszeichen wie erlebt den heutigen Tag. Das ist indische Berechnung, also es ist anderes als in westlichen Astrologie. Unten im Video ist eine Tabelle, eine Beschreibung, wo du herausfindest, welche Tierkreiszeichen geboren bist nach indischen Astrologie. Wieder symbolisiert Neuanfang, Bewegung, das ist Feuerelement. Hier bewegt sich Uranus, bleibt auch noch längere Zeit. Hier im Widder bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Aber was wir Wiedergeborenen erwarten können, das ist eine Nachricht, eine wichtige Nachricht und das nähert sich schon. Die Stiergeborenen gehören zum Erdeelement, bedeutet die Finanzen, besonders die Tierkreiszeichen Stier, die Sicherheit, die Stabilität, die Struktur und Bodenständigkeit. Hier bewegt sich Rahu, die aufsteigenden karmischen Knoten und das bedeutet eine neue Richtung, ein Neuanfang, natürlich auch karmischen Themen. Was wichtig ist, und das ist ein guter Einfluss von außen für Stiergeborenen, Mars und Venus, und das wirkt in die Liebesleben und hier stabilisiert sich etwas. Die Zeichen Zwillinge gehört zum Luftelement, bedeutet Leichtigkeit, Neugier, Bewegung, Kontakten, Kommunikation. Hier bewegt sich gerade kein Planet, aber Mond schickt Energie gerade für die Zwillingsgeborenen und das bedeutet, die Gefühle intensiver leben oder über Gefühle sprechen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Krebs und das symbolisiert ein Zuhause. Das kann auch ein inneren Zuhause auch sein, wie ein inneren Tempel. Und in einer meditativen Haltung gibt das Kraft, Stärke und du erlangst dann zu deiner Quelle, zu deiner Intuition. Hier bewegt sich gerade kein Planet, aber Mars, Venus und Saturn schickt hierher Energie. Und das bedeutet Liebe, Partnerschaft. Bei Krebs kann auch ein gemeinsames Zuhause sein oder Familienplanung. Und diese Saturn-Energie von außen kann die Einschränkungen bedeuten oder hilft dabei, etwas aufbauen, etwas stabilisieren. Dann folgt die Tierkreiszeichen Löwe. Hier bewegt sich gerade kein Planet, aber Jupiter schickt Energie. Von außen kommt die Jupiter-Einfluss und das bedeutet Glück, Chancen, Möglichkeiten, eventuell eine rechtliche Lage. Dann folgt die Zeichen Jungfrau. Hier bewegt sich auch kein Planet. Aber bekommt von außen Energie. Die Sonne schickt Energie und Merkur auch. Und das bedeutet, für die Jungfrau Geborenen wird etwas sichtbar sein und ist wichtig die Kommunikation. All das kommt von außen. Dann folgt die Zeichen Waage und das symbolisiert Kunst, Kreativität, Schönheit, Frieden und
Gerechtigkeit und Partnerschaft. Hier bewegt sich gerade kein Planet. Aber Saturn, Mars und Jupiter schickt Energie von außen. Jupiter bringt das Glück, die Chancen, die Möglichkeiten, eventuell die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Mars bedeutet die Kraft von außen, also jemand unterstützt dich oder kann eine männliche Person sein und kommt Annäherung. Und Saturn formt unserem Schicksal und hilft, etwas in Ordnung zu bringen. In ersten Lebenshälfte kann das noch Einschränkungen bedeuten, diese Saturn-Energie. Dann folgt die Tierkreiszeichen Skorpion. Und hier ist die Wandlung, die Transformation unserer Gefühlen. Und hier bewegt sich zurzeit Ketu, die absteigenden karmischen Knoten. Die Skorpiongeborenen haben gerade karmische Themen und das hat mit Gefühlen was zu tun und mit Vergangenheit was zu tun. Mond bewegt sich im Schütze und hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Hier ist wichtig die Orientierung. In diesem Stammbild ist ein Pfeil und zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und spirituell bedeutet die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume. Und das soll die Richtung sein. Also es ist wichtig, auf unseren Gefühlen hören, auf unseren Träume auch natürlich. Dann folgt die Tierkreiszeichen Steinbock. Und hier bewegt sich Mars und Venus, außerdem Saturn und Jupiter. Also hier sind größere Veränderungen. Mars, Venus kann die Liebe sein. Mars ist der männlichen Energie, Venus ist die weiblichen Energie. Aber Mars kann auch die eigene Kraft sein und Venus die Schönheit, die Kreativität. Pluto zeigt die Macht. Also wir sollen diesen Bereich jetzt beherrschen. Dort, wo die Tierkreiszeichen Steinbock in unserem Horoskop ist. Und Saturn zeigt schicksalhafte Veränderungen. Bei Saturnbewegung haben wir immer schicksalhafte Entscheidungen, Begegnungen oder Veränderungen. Dann folgt die Zeichen Wassermann und hier bewegt sich Neptun und Jupiter. Außerdem die Wassermann-Geborenen bekommen Energie von außen von Mars. Und das kann die Kraft sein, dass jemand unterstützt dich oder kann eine männliche Person, der gerade nähert zum Wassermann-Geborenen. Und Jupiter bedeutet hier Glück, eventuell eine rechtliche Lage. Neptun zeigt die Träume. Wenn du einen Wunsch hast, dann mit diesem Jupiter-Einfluss geht es zum Erfüllung. Aber wenn du daran nicht glaubst, dann führt Neptun zum Enttäuschungen und die Jupiter-Energie erlebst du dann als Ungerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Fischen befindet sich Sonne und auch Merkur. Sonne macht etwas sichtbar und das ist die Fischenenergie, also das Wasserelement, unseren Gefühlen. Und hier gibt es zwei Richtungen, die negativen Gefühlen und die blockieren uns und die positiven Gefühlen, die helfen uns, bringt auch Heilung. Wie zum Beispiel Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen, Lebensfreude und Liebe. Und Merkur belehrt uns, weil Merkur zeigt auch das Wissen. Aber was Merkur noch bedeutet, das sind die Handlungen und die Gespräche, also wichtigen Gesprächen bei Fischengeborenen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
alles Gute und alles Liebe.